ist ein Flamara. Wieso das denn? Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schräg, wenn sowas wie Flamara existiert. Also ein Evoli, das sich in ein Feuer-Pokémon verwandelt hat. Weil das beinhaltet ja die Tatsache, dass man einen Feuerstein draufklatschen musste. Das finde ich jetzt... Ich weiß nicht. Also bei solchen... Ich meine, ich finde es ja sowieso schon doof, dass manche Entwicklungen tatsächlich hier im Spiel schon vorhanden sind. Dass man die sich nicht selber erarbeiten muss, sondern dass man die einfach nur fangen muss. Das finde ich schon irgendwie so... Ich meine, man muss es ja nicht fangen, ne? Aber es ist schon sehr verführerisch für manche, denke ich mir, die sich die Arbeit sparen. Und... Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie doof. Aber ich habe jetzt geguckt und habe auch keins gesehen. Von daher ist das vielleicht auch nur... Weiß der Geier, was das ist. So zeitlang rumrennen. Reicht das, um die Eier auszubrüten oder muss ich da irgendwas Bestimmtes machen? Weiß nicht. Normalerweise hat es gereicht, wenn man x Schritte gegangen ist. Ah, Mietskette. Uhuhu. Hier. Wieso ist eine Normalattacke gegen dich effektiv? Ich meine, schön, aber hä? Ey, ja. Siggy. Ich will auch kein Mensch was. Das kostet ihn aber Leben, oder? Nicht genug. Putsch, verfehlt. Wegen dem Schneesturm, hm? Ja, Sprungfeder, das müsste ihm aber auch was abziehen. Ja, keine Ahnung, hier. Verfehlt, ja, ja. Ist ja nicht da. Der kann er ja auch nichts treffen. Hat ihn doch nichts? Ach nee, Quatsch, das Turmkick war's. Das würde... Wenn er das, wenn Turmkick verfehlt, dann bricht der sozusagen zusammen, derjenige. Aber das ist eine Kampfattacke, das ist ein ganz anderes Vieh. Ja, ja. Das Wetter. Ah, da ist die Höhle. Kam ich daher? Ich hoffe. Ich weiß es gar nicht so genau. Der Eilprüfer erkennt, was wird da wohl schlüpfen? Es wird sicher noch lange dauern. Es braucht noch ein Weilchen. Ach, das ist schneller. Dann sind es Unterschiede, würde ich doch mal von ausgehen.
schon wieder so einer. Ach, genau, das hat jetzt gut funktioniert. Ja, natürlich, er ist ja Drache und es war Schneesturm. Und da hat Meteorologe natürlich eine Eisattacke gemacht. Jetzt. Jetzt verstanden. Ach so, das ist mein eigenes. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt über ein anderes gestolpert? Schmeißt er das hier einfach auf den Boden? Ach, guck mal da. Daddy ist für Nielka. Den sie so hässlich fand. Achso, Quatsch, ich muss ja hier. Pokémon Bock. So. Ist ja ein Bubi, ist klar, ne? Muss ja sein, weil. Original ist ja auch ein Bubi. Ich glaube nicht, dass da ein Mädchen rauskommen könnte. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Achso, nee, Quatsch, der ist ja auch auf 40. Na egal. So, warte mal. Gucken wir nochmal danach. Wird sicher noch lange dauern. Gottchen, was kommt dabei raus? Warte mal, dich habe ich glaube ich noch nicht. Ah, da war Nielka letztens auch unterwegs, ne? Sind das zwei verschiedene oder nur zwei verschiedene Größen? Oh ne, zwei verschiedene. Echt jetzt? So ein Riesenunterschied? Wow. Wow. Hau ab. Upsi, dupsi, dups. Wo ist das denn hier? Thank you.
ja, schau mal einer an. Dich kennen wir doch irgendwoher. Aber bist du ein... Bist du... Na? Hallo? Nix? Du warst bei dem Arena-Leiter. Bist du eine Entwicklung oder bist du was Einzelnes? Den kenne ich nämlich nicht. Ah, du bist die Entwicklung von dem wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Nee, dann lasse ich dich in Ruhe. Dann nehme ich dich nicht mit. Dann brauche ich dich auch nicht. Gut. Verschiedene Farben? Wieso das denn? Es war nur grün, ne? Ah! Eboli! Hallo, mein Freund! Beziehungsweise, was mache ich aus dir eigentlich? Hab ich eigentlich einen Wasserstein bei mir? Dann könnte ich dich grad. Achso, das sind nur Beeren. Sonnenstein, Mondstein, ja. Na du? Sweet. Dieses Pokémon lebt nahe an Gewässern. Wegen seiner fischähnlichen Schwanzflosse wird es manchmal für eine Jungfrau gehalten. Ach, in der Lücke sind nur zwei. Noch frei. Das ist dann Feuer und Elektro sind die nächsten beiden. Ich weiß gar nicht, gibt es die anderen Evolutionen auch hier in dem Spiel? Also ich denke doch, oder? Hoffe doch, ich weiß nicht. Also, was ist ein Bezirzer nochmal? Ist das Einzige, was das alles ist, sekundär, ne? Jo. Machen wir das mal weg. So, die schmeiße ich aber trotzdem mal raus. Hier wieder rein kann. Den lasse ich mal noch hier. Weiß noch nicht. Braucht vielleicht ja noch ein Wasser-Pokémon, wenn ich den anderen herausschmeiß. Mal gucken, weiß noch nicht. Ach, guck mal da, Schneckchen. Das Drache-Schneckchen.
heißt Bodenwasser, oder? Nee, ist ein Drache, oder? Drachewasser? Oh, einer mit Eis, sehr gut. Wenigstens einer hat einen Plan. Ganz schlecht. Aha, ja. Er wenigstens paralysiert. Geht so. Ich glaube, ich sollte ihr anfeuern. Ich glaube, ich habe ihr nichts beizutragen. Meiner immer noch verwirrt, weiß ich nicht. Ja, leider. Mich selbst zum Glück nicht abgemurkst. Ich glaube, den habe ich noch nicht gefangen hier in dem Spiel. Dreckige Grinse. Das kommt durch die Augenbrauen. Ich habe nämlich letztens gesehen, Nielka hat zwar einen anderen Lippenstift, aber das Grinsen ist ähnlich, aber das, der böse Blick kommt mal durch meine Augenbrauen, glaube ich. Das ist eher so. Ja, 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 ja. Ach, drei Stück. Drei Sterne. Viscora. Sein Körper besteht vorwiegend aus Wasser. Viscora ist von einer Schleimschicht überzogen, die es vor dem Austrocknen schützt. Blach. Da gibt's noch zwei. Einer hässlicher als der andere. Obwohl der dritte sieht eigentlich ganz putzig aus. Aber es ist halt Schnecke, ne? Von daher. Was willst du machen? Das ist Ende. Okay. Wie hier? Ah! Ja, nie. Ja, nie. Moment. Muss ich ja wieder da hinten rumeiern. Andererseits... wollte ich ja ihn hin, ne? Wollte ich ja ihn hin, um den nächsten Arena-Orden zu machen.
Geschichte so wie bestellt und abgeholt. Achso, die habe ich schon. Das ist Feuer. Das ist doch eine Pflanze. Ist das eine Feuerpflanze oder was? Habe ich das richtig gesehen? Ah, okay, hat aber einen Psycho-Deckel auf dem Kopf. Fleisch. Okay. Oh, ich glaube, das könnte passieren, dass wir das hier nicht packen. Sterne. Deswegen war es wahrscheinlich ein bisschen langatmiger. Echt gut mithalten. Guck dir das an. Okay, was bist du? Normal oder Eis?
Wasser. Burnley. Skad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 
Gegner. Akani hatte ich, glaube ich, mal als Gegner. Die Entwicklung davon. Oder auch nicht. Weiterleben. Irgendwas fliegt da. Ich sehe doch. Ah, da vorne. Was bist du? Nichts, was ich nicht habe. Nee, ne? Wegen dem bisschen runterhüpfen bist du schon überfordert, oder was? Ach, schäme das. Dich habe ich nicht gesehen. Nee, kann man den mit Feuer wäre es natürlich besser gewesen, fällt mir jetzt gerade auf, weil das ist ja selber ein Flugvieh. Jetzt mit Flug dagegen zu gehen, ist jetzt nicht so intelligent. Was ist das jetzt für ein Kristall? Grün. Also doch Käfer. Doppelkäfer. Oh, nee. Das ist Stahl. Der Kristall war doch grün. Jo, nicht sehr effektiv. Ey, danke. Haut rein, Leute. Wir haben ein Feuervieh dabei. Haben wir Chance. Käfer und Stahl sozusagen, dann macht der hoffentlich mit seinem Feuer den Garr aus. Das ist, dann hat sich schon erledigt. Der hat einmal drauf geschneuzt und schon ist rum. Ach shit, ich wollte doch fangen. Wird dir jetzt eigentlich im Pokédex angezeigt, dass ich die mal getroffen habe, oder ist das jetzt, als wäre nie was passiert? Ich hab schon längst einen. Bitte? Ah, okay. Ja, das ist schon länger her. Huch. So viel dazu. So, Elektro, was nehmen wir denn da als erstes? Den, über den wir die ganze Zeit mosern, ohne Ende.
eigentlich jeden nehmen, das ist ziemlich egal. Wäre eigentlich jeder gut gegen Elektro. Ja gut, bis auf Elektro selber, egal. Aber die zwei, weil Elektro gegen Metall, ja, die hält ja auch einiges aus, ne? Die Moppeline. Apropos. Sekündchen. Dazu haben wir ja unsere Tastatur, da geht das ein bisschen schneller. Fass es nicht. Habe ich jetzt die komplette Arena, habe ich jetzt vergessen aufzuzeichnen. Oh Mann. Es war sowieso, also es war jetzt nicht so ein Fight wie beim Normal-Pokémon-Orden, weil da bin ich ja auf dem Zahnfleisch aus der Arena rausgekrochen. Es war relativ einfach eigentlich. Also ich habe mich nicht so dusselig dran. Hab mich nicht so dusselig dran gestellt. Vor allen Dingen, weil die waren alle nur Level so 25 oder so, mehr nicht. Und ich bin ja, ne? Und danach war halt ein Kampf mit Nimila. Das war eigentlich ganz nett. Vor allen Dingen, weil die zwei Mädels sich um mich gekloppt haben. Das fand ich eigentlich ganz putzig. Aber der Arena-Orden war schon sehr lustig. Vor allen Dingen, weil die Gegnerin war eine Streamerin. Eine Streamerin. Und die hat extrem übertrieben, hat die gestreamt. Es war schon wirklich sehr, ja... schräg. Überaus schräg. Mega schräg. Und meine ganzen dummen Kommentare sind natürlich jetzt nicht aufgezeichnet worden. Naja. Wie, keine Wirkung? Aber ich könnte, eigentlich könnte ich ja den ganzen Kram nochmal spielen, ne? Eigentlich schon. Ich glaube ja, ich habe ja nicht gespeichert, ne? Das ist zwar vielleicht richtig Mist am Ende, aber was soll's. Ich habe mir eh nicht gemerkt, was das alles für Gegner waren. Sei es drum. Und ich habe ziemlich leicht gewonnen, von daher, wenn ich jetzt verlieren sollte beim zweiten Durchgang, dann wird's richtig peinlich. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich bin. Wann habe ich uns das letzte Mal gespeichert? War das ganz am Anfang? Weil ich glaube, hier ist gar kein automatisches Speichern mehr, ne? Das muss man gefällig selber machen. Sind noch die ganzen Eier noch nicht ausgebrütet? Ich hänge noch hier fest. Das heißt, ich bin noch nicht in dem Elektro-Orden-Dingens-Bummens gewesen. Ne? Doch, hier, 5. Nee, dann bin ich doch hier. Okay, dann habe ich hier entweder gespeichert oder es hat es von alleine gespeichert. Das weiß ich jetzt gar nicht. Gut, dann haben wir halt Pech gehabt. Habe ich tatsächlich den Arena-Orden nicht aufgezeichnet. Sag mal, sind da schon wieder... Sag mal, brauche ich im Grunde genommen nirgendwo anders hin, außer hier und immer wieder hierher kommen und dann kriege ich irgendwann die 999 da...
so zusammengesammelt. Ich meine, wäre auch nett. Also, ne? Geht auch klar, geht in Ordnung. Stört mich nicht. Okay, da komme ich gar nicht hoch. Gelandet. Krass. Okay. Warte mal, etwas greife ich denn dich an mit dem da. Auf der Bobbe. Ich war gerade eben ein bisschen verwirrt. Ich dachte tatsächlich, den. Der wäre exklusiv in Puffo, aber kann ja nicht sein. Wenn er hier ist, dann. Okay, das ist zu heftig. Wie sie sich immer. Ich glaube, der war das eben unangenehm. Was ist. Achso, sie ist zu langsam. Und das für ein Vieh. Achso, das Vieh. Ja, sie ist zu. Kleopatra nehmen. Was sind wir denn hier? Ach, guck mal. Da ist ja. Achso, nee, Quatsch, da war ich ja schon mal, ne? So. Oh, in die Richtung, okay. Die sind auch exklusiv für diese Edition, habe ich gelesen. Aber ich würde ehrlich gesagt eher ein Bronze haben wollen. Weiß nicht, ich finde es. Für einen Jelka wäre das doch bestimmt auch interessanter. Ich meine, der ist doch so hässlich, der da. Ist doch ganz, ganz putzig, wenn man den in klein hat. Ja gut, ich meine Stahl-Pokémon, ne? Was soll daran auch hübsch sein? Gut. Die meisten Stahl-Pokémon sehen ein bisschen belämmert aus. Ups, was ist los? Komm schon nicht hinterher, was ist los? Was rennt darum? Das. Ach so, das bist du selber. Funfy! Hui, hier sind aber viel von euch. Die sind ja immer so aggro, ne? Muss aufpassen. Wölfchen. Falsch. Okay. Gut, dann. Ups, 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 nee. Hier runter.
Käfer. Also super. Käfer und Wasser. Dann müssen wir was anderes nehmen. Bäh. Bah. Haben wir doch Elektro, oder? Ah, Gott, macht nichts, dass man die Elektro-Orden-Streamerin nicht gesehen hat. Ich war auch leicht arrogant. Die war so flippig, da bin ich zu alt für. Die war sehr schräg. Lange überlegen müssen. Ich habe schon. Na gut, ein Stern hat Corona. Oh, ich habe eine Perle abgegriffen. Das ist was wert. Nicht, dass ich Geld brauche, aber hey, ist was wert. So, wenn ich jetzt in der Stadt von dem Eisorden angekommen bin, werde ich mich auch gleich nochmal versuchen, da in diese andere Stadt zu begeben, wo man auktionieren kann. So, wie muss ich jetzt wohin? Ach so, das ist auf den Berg komme ich gar nicht drauf, ne? Der ist zu steil. Da brauche ich vielleicht irgendeinen Orden, um da hochgedackelt zu kommen, kann das sein? Feenteam-Orden. Ja, wie gesagt, Eis ist immer so ein Ding, ne? Kampf. Achso, ne, Quatsch, das ist das Versteck der Kampftruppe. Arena-Orden. Das sind gleich zwei. Okay, wie komme ich da hin? Ich komme da den Berg nicht hoch, ne? Geht nicht. Also ich wüsste nicht. Das ist zu steil, denke ich mir. Ups. Weiß nicht, ob ich da irgendwas machen muss. Vielleicht schräg laufen? Dann geht das vielleicht doch. Doch, es geht. Uiuiui. Schneebedeck. Oh, der ist schon bei 50. Hupsi. Big Mama kommt hinterher. Oh, aber verwirrt. Das ist ungünstig. Oh,
durch Rückstoß, das ist gut. Das wird ihn aber jetzt alles kaputt machen, würde ich dann doch sagen. Ich nehme hier Überball. Der Staller Stinky steht direkt neben dran. Ja, wir haben wieder der Bash im Glitch. Wir haben keinen Gletscher, wir haben einen Glitcher. In der kalten Jahreszeit steigt es bis zum Fuß der Berge hinab. Im Frühjahr kehrt es auf die Wipfel zurück, wo noch Schnee liegt. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn ich jetzt hier noch aus der Nummer hier rauskomme, ohne dass der mich jetzt gleich hier einkerkert. Gut. Nein, 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 nein. Shit! Kann ich flüchten? Oh ja, gut. Kommen Sie. Komm. Achso, du bist das Komische. Ich hab einen Döner auf dem Kopf. Ich bin ein... Nee, ich meine, ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Aha. Wupp. Oh, okay. Ich dachte, das wäre ein Bronzel, aber das ist irgendein Eis-Pokémon, ne? Huch. Naja, hau nicht ab. Seh dich. Das weg oder was? Wo fliegt denn das? Ne, komm wieder zurück. Gott. Da oben ist noch einer. Ei, sag mal. So, was hast du für ein Level, bevor ich dich hier jetzt platt mache? 40. Lichtschild. Feuer macht es wahrscheinlich wirklich kaputt, aber ich probiere es trotzdem. Hier sind ja noch ein paar. Reflektor. Oh. Also dafür, dass es sehr effektiv ist, hat es nicht viel abgezogen. Steigt, das ist nicht gut. Ich will ihn ja nicht abrotzen. Bitte fang nicht an zu brennen. Gut. Ein 40er mit einem normalen Pokéball. Ein so finanziell starkes Unternehmen wie Nintendo kriegt es nicht geschissen, wenn die Viecher am Hang stehen,
dass die nicht anfangen, das Bild zu glitschen, wie doof. Also, ist schon peinlich, ne? Für die. So, ja, ab jetzt kriege ich ein Problem. Sag mal, in dem stinknormalen Pokéball hat das Vieh länger drin verharrt als in den anderen beiden. Kann ja wohl nicht sein. Okay, das macht Sinn. Oh, hier froren. Das wäre es ja eigentlich sinnvoll, dass ich gar nichts machen könnte, ne? Aber es kommt ja auf mich an mit dem Pokéball. Sag mal, was ist denn los? Lass mich verarschen. Wird Zeit, dass du drin bleibst in dem blöden Ball. Wie ist denn das? Ist es gerade Nacht? Soll man dir einen Finsterball auf der Map schmeißen? Nein! Also so viele Pokébälle, wie ich gespart habe, dadurch, dass ich halt nur eine Entwicklung von einer Art hole, so sehr... Okay, jetzt könnte ich den Timerball eigentlich auch probieren, so oft, so viele Runden, wie jetzt schon rum sind. Nein, die wirken, glaube ich, erst so bei Runde 10 oder so sehr gut, kann das sein? Je länger der Kampf dauert, desto leichter wird's, ja. Dankeschön. Frigometri. Sie erscheinen in der kalten Jahreszeit. Man sagt, sie seien Reinkarnationen von Pokémon und Menschen, die auf verschneiten Bergen starben. Boah, wie gruselig. Es geht mit euch ab, ey. Ihr werdet ja richtig komisch in letzter Zeit. Ach, da gibt's nichts anderes. Oh. Die Schlitzerkatze. Der Schlitzerkatze. Volltreffer, das heißt, ich muss jetzt mindestens zweimal noch treffen wahrscheinlich, ne? Das ist ein Vieh. Ich dachte, er wäre Loot. Ach, guck mal da, der Botogel. Den Niggleman. Ich glaube, ich sollte da mal ein bisschen aufpeppen. Wo ist denn der Entfroster? Eisheiler hier. Ist ja auch ein Flug-Pokémon. Flugeis. Oh. Sorry. War nicht so gewarnt. Nicht so gewollt.
Tut mir traurig. Achso. Der kommt ja nicht hinterher. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Was wir gebrauchen können. Das ist eine Entwicklung. Oh. Ach nee, Quatsch. Das ist ja eine Arena. Ich dachte eben, das wäre, das wäre wieder so ein Banditenversteck. Ich höre doch schon wieder was. Irgendwo ist doch hier wieder... Da. Nach da raus. Was ist denn das Vieh wieder? Da oben? Ich glaube schon, ne? Könnte da oben irgendwo sein. Ich höre es, aber ist es nicht laut genug? Ich dachte, es wäre vielleicht auf dem Vorsprung da. Hier weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier überhaupt darf vom Spiel aus. Okay, jetzt wird's sehr steil. Okay, ich rutsche dem wahrscheinlich jetzt direkt vor die Füße. Thank you.
das ist jetzt aber definitiv Ultimo hier, denke ich. Das geht nur noch, wenn man wahrscheinlich fliegen kann. Wollt's trotzdem probieren. Es geht nicht. Doch. Ich zeig dir, wie das nicht geht. Shit. Das geht jetzt definitiv nicht mehr. Ich glaube, das war's jetzt tatsächlich. Wollt's trotzdem testen? Ach, guck mal da. Yay! Macht nicht mit, ich will nicht. Die denkt sich, nö. Viel zu gefährlich hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Okay. Goldiges Weihnachtsdorf. Alles ja knuffig. Das ist ja knuffig. Nur kurz in das Pokémon Sander. Tankstelle. Bleibt da hinterm Zaun, bleibt so stecken. Ach, das ist ein Fluss. Das ist so eine Schnecke.
Boden, Wasser. Wenn die ganzen Viecher hier drumherum so Level 50 sind, dann bin ich noch zu niedrig. Beziehungsweise dieser Eisorden ist vermutlich erst Nummer 7 statt Nummer 6, so wie ich immer. Ich habe hier irgendwie das Talent, die absolut falschen. Nee, Quatsch. Das wollte ich nur. Die absolut falsche Reihenfolge rauszupicken. Aber das ist, wenn ich irgendwo hin will, wo ich noch nicht hin darf. Soll. Das heißt zwar Open World und eigentlich kann man so ziemlich überall hinflutschen, glitschen, wie man will. Also, ich habe schon von einigen gehört. Weiß ich, habe ich den? Habe ich den nicht? Ja, was soll ich? Fange ich ihn einfach. Ist ja wurscht. Ich sehe es ja, wenn der Wiederball funktioniert. Hoho. Einer hat zum Beispiel direkt nach dem Start ist er irgendwo hingeglitscht. Hingeflutscht, wo er eigentlich noch nicht sein sollte. Und da sind schon 30er Level. Da will ich aber die Beine in die Hand nehmen. Ja, hat er gemacht. Jo. Hab ich dich jetzt schon oder habe ich dich nicht? Weiß ich nicht. Ich meine ja, aber. Keine Plan. Vor langer Zeit hat es eine. Ja, doch. Dann habe ich den schon. Dahin, wenn ich da anständig runtergetappt wäre. Ach, guck mal da! Da ist ja so ein komischer Flock. Flock. Wo ist der? Rennt der da bei denen dabei rum? Warte mal, da ist noch so ein hier. Jo. So. Da ist noch so ein Botogel dabei. Weil er am Hang steht, das ist so eine Käse. Achso, nee, Quatsch. Erst mal noch ein bisschen anditschen. Perfekte Farbe für dich. So, der hat auch keine Entwicklung. Der ist ganz einsam. Es trägt immer Nahrung bei sich. Man sagt, dass viele Menschen in Not nur dank seiner Extraktion überlebt hätten. Mangiare.
mitten im Wasser? Okay. Upp, 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 hau ab. Hier war ich ja im Pokémon Center. Gut, dann komme ich da auch wieder hin. Okay, da komme ich natürlich nicht hin. Da unten ist irgendein Wasservieh. Da komme ich nicht. Ah, das ist so ein Barracuda, ne? Der beim Wasserorden auch war. Der sieht aber cool aus, wenn der dann so leuchtet. Das ist, macht das Ganze hier sehr weihnachtlich. Okay. Upsi, Wix. Ich weiß gar nicht. Hab ich den nicht? Das ist doch der mit dem verknoteten Hals, oder? Okay, hier komme ich nicht mehr weg, ohne dass ich Dinge tun muss. Geronimo! War ich hier schon mal? Nö. Cool. Item. Na, Schutzschild macht das Sigil. Ja, der quatscht wieder mit mir. Ja. Das ist immer so ein kleines Flämmchen, das da im Schnee steckt. Das ist das Pokémon. So. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, ob das Ding jetzt freigeschaltet ist. Ja, es ist schon freigeschaltet, obwohl ich noch nicht die Pokémon geheilt habe. Jetzt habe ich doch schon wieder irgendwo hier so ein Münzding gehört.
Also man kann sich eigentlich auf die Kopfhörer verlassen, dass man dann... Oder... Das ist schon ganz gut gemacht mit den Tönen, ne? Also man kann tatsächlich horchen, wo, aus welcher Richtung der, das Gebimmel, Geklingel kommt. Wo war denn jetzt das Dorf? Warte, das war das Weihnachtsdorf, war das hier, oder? Ja, deswegen war da auch nur eine Bühne. Okay. Ja, das ist hier da der Wasserfall nach unten, denke ich doch. Hier ist die nördliche Zone. Ich denke, ich werde das mir noch greifen. Einfach nur weil. Um dann hier rum zu beamen, wie ich möchte. Ups, ups. Ach, Leute. Ups, 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 ups. Tsch. Runter geht's halt schneller, ne? Ist das Ding jetzt freigeschaltet? Sehe ich nicht. Ich glaube schon. Irgendwo höre ich es schon wieder. Relativ laut. Sag mal. Upsidups. Ach, guck mal da. Den gibt's auch in größer. Wieder so ein Camp, oder? Nee. Nee. Ich fasse es nicht. Guck dir das an. Hier ist ein Aquana. Wozu Evolis, wenn man sich die einfach hier fangen kann, die Aquana, ne? Die Aquana scheinen leichter zu fangen zu sein. Was ist denn das für ein Vieh? Flabébé ist das doch, oder? Ne, ein Florett. Ach so. Flabébé ist doch die Vorform. Kann das sein? Oder bin ich da falsch? Ich weiß nicht. Eins von beiden... Da ist die Blume größer als das Vieh. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher...
jetzt. Sehr effektiv. Ja, gut, nehmen wir den. Ich habe mal aufgeschrieben, ist Flabibi, kriegt man durch irgendeinen Tausch mit einem NPC, aber. Ich weiß nicht, also das Gras sieht komisch aus, da die Quadrate. Däh. Ich glaube, das soll so nicht sein. Das war anders gedacht. Das sollte mehr nach Dampf aussehen, aber das sieht hier irgendwie nach Matrix Punkt 3.0 aus. Da steht Flabibi-Pollen. Florette ist in der Lage, aus gelben Blumen Kraft zu schöpfen. Diese wandelt es in Attacken um, seinen Schutz dient. Ich guck mal, vor oder hinter ihm, was da eine Stelle frei ist. Dahinter. Ach nee, doch. Es ist. Ich habe ein Flabibi. Ich wüsste zwar nicht vorher, aber. Ist auch egal. Und da gibt es auch eine rote Blume, ja, und dann gibt es wahrscheinlich noch eine mit einer blauen Blume. Was ist denn jetzt los? Ah, ich werde rechtzeitig zum Klavierunterricht des jungen Herrn zurück sein. Richte bis dahin bitte meine Grüße an ihn aus. Ah, alles klar, Senior Harrington. Oh. Bist du eine Freundin des jungen Herrn? Welches junge Herrn? Ach, schau an. Du scheinst ja gar nicht zu wissen, dass dies das Versteck der Ruckbad-Bande ist. Hierbei handelt es sich um die vom jungen Herrn Otis angeführten Feenmitglieder von Team Star. Ich glaube nicht, dass wir diese Information einfach so preisgeben sollten. Oh, natürlich. Ich bitte um Verzeihung. Weißt du vielleicht, wer unser Gast hier ist? Vermutlich ein Feind von uns. Verstehe. Du bist dem jungen Herrn also feindlich gesinnt. Kann sein. Verstehe, wenn das so ist. Hä? Würdest du mir die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? Oh wei. Ja. Wundervoll, dann lass uns bringen. Beginnen. Ich bin müde. Schon wieder so. Pokémon-Trainer Harrington fordert dich heraus. Der absoluten perfekt ausgeloteten Rotzbremse. Den hat er mit der Wasserwaage gezogen. So, du bist eine Fee. Weiß ich nicht mehr, was das andere war. Fee irgendwas. Boah, irgendwas. Fee irgendwas. Weiß ich nicht mehr. Fee Geist? Kann das sein? Also, Metall ist gut gegen Fee. Ich weiß aber nicht, ob das Geist dann das Ganze aufhebt. Und?
Wolf. Ich habe eh nur Attacken, von daher sei es drum. Sehr effektiv. Und ein Volltreffer. Mit 160 Stärke. Volltreffer bedeutet doppelt. Oder nur 50% mehr. Nee, doppelt doch, oder? Primano. Okay, blauen. Primano. Sagt mir nichts. Nehmen wir mal dich. Dich kann man ja schnell auswechseln. Primano. Ah, doch noch eine Fee. Psycho, dachte ich. Ah! Ups. Scheiße. Das war jetzt, hoch. Ich sehe aus wie Heidi. In der Landschaft. Der braucht Punkte. Der muss belebt werden. Ich mag es nicht, wenn die Punkte total verschwendet werden. So. Bist du jetzt eine Fee oder nur Psycho? Sagen, er ist nur Psycho, ist doch keine Fee. Oder doch vielleicht beides, weiß ich. Schnurz. Platz, Platt. Schallwelle. Ja, zeig mal. Ach nee, das ist eine Normalpop. Nö. Ist zwar stark, aber. Andererseits, ich habe ja jede Menge, ne? Vierzig ist jetzt wirklich nicht die Welt. Nee, nee. Ich gucke, ob ich was anderes dem beibringe. Weiß noch nicht was, aber... Vielleicht gebe ich ihm ja sogar mal eine passive Attacke. Hervorragend, wirklich ganz ausgezeichnet. Du solltest jedoch wissen, dass die Fertigkeiten des jungen Herrn Otis die meinen bei weitem übertreffen. Handle daher mit Vorsicht. Wenn man dich jetzt wenn man mich jetzt entschuldigen dürfte, würde. Hasta la vista. Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie, glaube ich zumindest. Und jetzt gibt er dem Boss Nachhilfe oder so. Jedenfalls kommt er manchmal her, um den Boss zum Unterricht abzuholen. Moment, warum erzähl ich dir das überhaupt? Dass du nichts Gutes im Schilde führst, steht ja nun fest. Ich sollte fix die anderen schnell warnen gehen. Fix die anderen schnell. Hasta la vista. Bring, bring. Du scheinst die Wache losgeworden zu sein. Gut. Das ist das Versteck der Ruckbartbrande. Die aus den Feenmitgliedern von Team Star besteht. Der Boss Otis ist Team Stars Mechaniker. Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du solltest ihn keinesfalls unterschätzen. Außerdem ist er eher der herrische Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt, ohne sich selbst aktiv am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich schnell aufzuregen. Sobald er wütend genug ist, wird er sich sicher zeigen, um dich eigenhändig zu beseitigen. Vorerst bleibt ja nichts anderes übrig, als seinen ganzen Rüpel zu besiedigen. Ja, ja. Halte den Anstopp hartnäckig stand, bis Otis auftaucht, okay? Es ist Zeit, der Ruckbartbande ein Ende zu setzen. Läute die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen.
schon wann mal. So. Wo war denn jetzt da die... Ist der... Der ist hinten dran, oder? Ups. Okay, rote habe ich noch nicht. Ja gut. Hier ist schon wieder irgendwo so ein... Ah, da hinten dran. Das ist so ein hübscher Moppel. Den könntest du so richtig gerne so mit beiden Händen packen und knautschen. So richtig knautschen könntest du den. Ein 44er im Normalball. Es entlockt verwelkten Blumen ihre letzte Kraft und nutzt diese, um sie wieder aufzupäppeln. Dieses Exemplar trägt eine rote Blume. Achso, nö, nö, nö. Nee, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Danger. Ja. So, hinten zu dem... Wasserturm, nicht Wasserturm, wie heißt es? Leuchtturm, meine liebe Güte. Ich bin Mode. Schwermode. Sind gelbe Blumen und der ist, ne, auch gelbe Blume. Ich weiß nicht mehr, was waren das andere? War das eine blaue Blume? Oder eine grüne? Hau ab! Mist. Nö, ich will nicht. Schau ab. Ich möchte nicht. So, geh du weg. Soll das eine rote Blume sein? Die sieht eher orange aus. Ach du Scheiße, was ist hier los? Okay, was ist jetzt kaputt? Pikachu! Ich habe eben noch gesagt, ich will aufhören, ich will ins Bett, ne? Mal noch eine Wärmflasche machen.
Sperrenflasche muss noch gemacht werden. Die hat ja stramme Haare. Pink, sehr krass. Schon drollig aus mit dem Herz auf dem Schädel. Weiß gar nicht, habe ich eigentlich schon einen zweiten Pikachu? Ich brauche ja einen für Raichu zu entwickeln, ne? Habe ich irgendwie vergessen. Hab ich einen? Mal kurz gucken hier. Okay, ein Plan. Da ist einer. Nee. Hätte einen gebraucht. Jo. Ja, dann. Dumm gelaufen. Oh, guck mal da, ein Garados. Und er schwimmt schön. Na gut, er fliegt ja auch mehr, ne? Er fliegt mehr. Wir sind klar. Aber dich ziehe ich aus dem Kabador. Oh, das ist bei denen auf dem Gebiet. Das ist ja blöd. Da komme ich schon gar nicht ran. Ach, guck da. Männliche Version von der Schneck. Da habe ich auch gesehen, dass es da... Nee. Kommst du ein bisschen näher? Heidi Beil. Dich gibt es nämlich nur in dieser Version, habe ich gelesen. Dran. Hau schon ab. Was schwimmt da denn rum? Ah, okay. Mamulia, das ist, die ist, glaube ich, eine Fee, ne? Dich, du bist eine Fee, du hast aber Metallhammer. Plonk. Fee Wasser, ne? Aber meine Lichtkanone. Will ja nicht ganz töten. Oh! Nicht sehr effektiv. Okay, dann habe ich mich vertan. Dann ist es, keine Ahnung, was es ist. Wasser mit, frag mich nicht. Yeah.
Feuerschein, was ist das denn nochmal? 80 und 100. Trifft garantiert. Ja, komm, was Gescheites hier. Es umarmt verletzte und geschwächte Pokémon liebevoll mit seinen Flossen und heilt sie mit Hilfe seiner speziellen Schleimschicht. Hat keine Entwicklung, okay. So. Der steht mir leicht im Weg, der Garados. Ich glaube, ich werde dem mal einen verbrezeln. Was noch hinter mir das. Oh. Was hat denn der mir eben angetan? Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, du bist jetzt immer noch zu weit weg, damit ich da nicht an dich rankomme. Kann das sein? Doch, ich krieg's. Ha! Dupdidu! Kann natürlich jetzt sein, dass ich den töte, würde ich sagen, ne? Mit Elektro. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher mit der schwachen Attacke. Ausgewachsen bist. Ach doch, komm, mach mal mit dem Netzball. Ist auch ein hübscher Ball. Habe ich das Vieh eigentlich selber schon gefangen oder? Agit versteckt sich zwischen Meer, treibenden Algen vor Feinden. Es frisst Fahrverhalten. Doch, das habe ich schon. In die Box, ne? Jo. Das Vieh habe ich doch hier irgendwo, ne? Mhm. Oder auch nicht? Wenn das hingestopft. Hier, warte mal. Den noch? Hier. Doch, hier ist er. Da ist er doch, wollte man sagen, irgendwie, ne? Was machst denn du hier? Das gibt's doch nicht. Sage mal. Das ist doch so beschiss. Dass es die hier einfach so gibt. Hau ab.
halt auch alle mit gelben Blumen bewaffnet. Ich muss mal gucken, was das für verschiedene Farben sind bei den Blumen. Ich meine, es wäre blau gewesen, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Da komme ich nicht vorbei. Ich muss ganz drum rumtappen. So, wie gesagt, ich muss mal Pause machen hier, weil... Streikreik! Grunz! Ist schon wieder hier irgendwo so ein Münzding. Ist das schon wieder ganz da oben? Nee, ich höre ihn jetzt unten. Hab's doch hier unten irgendwo wieder gehört. Die Viecher machen mich irre. Mich anstiert. Schräg. Es sind die Richtung doch. Oder nicht? Nee. Ist das? Ich höre es und höre es doch nicht. Ich seh's nicht. Ich seh's einfach nicht. Was ist denn das? Hockt der da oben? Wollte ich nicht, aber egal. Den nehmen wir einfach mal und dann holen wir uns aus dem ein Ei raus und dann verschenken wir das Ei. So, das ist ein Stahl-Pokémon. Was machen wir damit? Feuer wäre natürlich gut. Das Problem ist, bei Feuer ist er ganz platt. Das ist noch gegen Stahl gut. Gift ist nichts. Psycho, Pech und Elektro eher nicht. Tja, also doch Feuer. Ja.
steht wieder die ganze Mannschaft im Hintergrund. Schmeichler. Zeige mal. Nö. Vor Urzeiten wurden sie als Regenmacher verehrt. Manchmal findet man eins von ihnen am Boden vergraben. Was war denn das? Achso, die Pokémon-Info, wollte ich gerade sagen. Hä? Ja, verkehrte Knopf gedruckt. So, du bist ganz weiß. Was nehmen wir da? Tauchball ist Quatsch. Ja, Käfer halt, ne? Passt schon. Jo. Konnte man sich denken. So, pass auf, da nehme ich jetzt lieber den Feuer da. An dem darf sich der Käferchen noch ein bisschen abarbeiten. Ja, bis 45, ne? Deswegen will er nicht rein. Mit seinen Fühlern kann es Veränderungen in der Atmosphäre wahrnehmen. Sein mit Kräfte versetzten Flügelstaub lässt es wie Schnee rieseln. Schon putzig. Kuschelig. Oh, gibt aber auch keine. Wie war das? Geh ins Bett. Geh ins Bett. So, jetzt gehen wir trotzdem noch kurz da hochstiefeln. Weil das Vieh, was hier die ganze Zeit klimper macht, das geht mir leicht auf die Zwiebel. Der muss ja hier irgendwo sein. Nee, das waren die. Hier oben steht gar keiner auf. Nö. Was ist denn das Mistvieh? Das triggert mich wie Sau.
ist denn der? Gibt's doch nicht. Ist doch nicht hier oben auf dem Dach oder was, oder? Mach mich total irre. Ja, der ist hinter dem Schild da, das Sacksicht. Macht mich total gaga. Schläft der? Als Shiny hat er, glaub, rote Augen, ne? Ja, so, jetzt, wie gesagt, stopp. Als nächstes eigentlich hin. Hier so in die Lande, würde ich sagen. Ne? Hier ist eigentlich gar nichts los. Noch nicht mal ein Herrscher. Den oder den als nächstes als... Ich würde nur davon ausgehen, wenn man bei ihr zuerst ankommt, ne, dann ist sie stärker. Was bedeutet, dass ich zuerst zu der gehe? Aber da fehlt noch irgendjemand, ne? Irgendein Arena? Ah, hier da unten nochmal. Das heißt, ich habe 5, das wäre dann 6, 7, 8 und dann wären es voll. Ich könnte ja hier unten nochmal gucken, ob ich da vielleicht doch irgendwie hinkomme. Einfach nur zum Testen, ob ich da irgendwie mich hinflutschen kann. Und dann, wie geht's? So. Das vielleicht doch. Nee, wahrscheinlich nur, wenn ich den zweiten Herrscher besiege und dann kann ich höher hüpfen. Dann könnte es vielleicht gehen, dass ich hier irgendwo hochgewurschtelt komme. Psycho-Orden. Ich denke, sie ist tatsächlich die letzte, die man besiegen sollte. Würde ich mal vermuten, ehrlich gesagt, weil man da sonst nicht wirklich hinkommt. Deswegen werde ich die als nächstes machen. Dann brauche ich irgendeinen Herrscher. Wen nehme ich denn da? Einen, den ich noch nicht gesehen habe. Das heißt, nicht die Krabbe und auch nicht den Wurm. Dann nehme ich irgendeinen anderen, den ich noch nicht gesehen habe. Und zwar... Was bist du? Hier ist ein Herrscher, oder? Boden. In der Butzelwüste. Weiß ich jetzt gar nicht. War das der Wurm? Nee, ne? Der war ja Stahl, glaube ich. Also würde ich sagen, nehmen wir den als nächstes. Und dann... ja. Hier so... Gibt es hier irgendein Eisvieh? Nee, ne? Weiß nicht. Südliche Zone. Es gibt ja, glaube ich, auch nur 5, ne? Der da? Der Gesteinsherrscher? Der Stahlherrscher,
Was bist du? Achso, nee. Was ist das? Ah, Drachenherrscher. Fehlt doch noch einer. Sind noch fünf. Der, ne? Direkt unter dem Flugherrscher an. Gut, dann werde ich die zwei werde ich dann machen. Dann komme ich hier so in der Ecke rum. Alles klar. Ich mach's mir jetzt überhaupt nicht schwer oder so. Nein. Ich habe mich so dusselig am Anfang da dran gestellt, dass ich mir es jetzt gerade so jetzt ein bisschen interessant gestalten möchte. Was ist denn das hier? Soll das der Sonnenuntergang sein? Der ist ein bisschen... Tatsache. Schräg. So. Drehst du dich bitte in die richtige Richtung? Da hoch, okay. Alles klar. Ah, logisch, logisch. Gut. Boden. Hm. Was muss ich denn da? Boden, Boden, Boden. Den da könnte ich mit dem Pflanze. Was noch? Den vielleicht noch. Ne? Kann ich auch noch gebrauchen. Die drei eher nicht. Gut. Jetzt aber Schluss hier. Sonst werde ich noch total gaga.